Ja, Freunde, heute war ich in der Früh gurgeln. Das Komische ist, die Security-Dame hat mich völlig für bescheuert gehalten und geglaubt, ich kenne keinen Abstand. Und da war ich ein bisschen echauffiert. Und ja, ich war heute definitiv gurgeln. Das Testergebnis kriege ich Montag oder Dienstag, könnte auch Mittwoch sein, je nachdem, wie die Behörde hier artig reagiert. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was rauskommt. Aber ich denke, dass ich negativ bin und ich habe keine Symptome aufzuweisen, weil man hat mich ja auch gefragt, ob ich irgendwelche Symptome habe. Ich habe es verneint, weil ich habe definitiv nichts. Aber um diesen Schrecken der Regierung zu entkommen, bin ich heute wie ein Zwerg zur Teststraße gegangen, bin ja öffentlich gefahren. Hab den Papierkram erledigt, hab dann eine SMS bekommen, dann habe ich gegurgelt mit ein bisschen Verzögerung. Das hat nichts zu bedeuten, aber ich habe meinen Job erledigt und die Regierung kann jetzt hier nicht auf Vater und Mutter spielen, weil ich habe meinen Job erledigt. Mehr kann ich jetzt auch dabei nichts machen. Und die Regierung hätte eigentlich so einen Lockdown machen müssen, dass ältere Menschen in Pflegeheimen nicht rausgehen dürfen, weil das ist eine Risikogruppe. Nicht ich und nicht die Leute ab 30, 40 herum, 50. Ist man ein bisschen kritisch, aber so mit 60, 70, 80, das nenne ich eher schon eine Risikogruppe. Aber ja, was soll man machen? Es wird hier ein Gesetz nach dem anderen willkürlich beschlossen, was dann nachher vom Oberlandesgerichtshof dann gekippt wird, weil es menschenrechtswidrig ist. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, noch ein paar schöne Tage und vergesst nicht, am 22. mein Live-Video anzuschauen. Ich freue mich auch sehr darüber und alles Gute. Tschüss. Schöne Feiertage, wie gesagt. Und ja, Silvester fällt jetzt auch ins Wasser, da müssen alle drinnen bleiben. Finde ich zwar ein bisschen traurig, weil man dann das neue Jahr nicht feiern kann, aber ja. Tschüss.